Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, gestern Vormittag bei der Haushaltsdebatte stand Herr Löttgen, der Chef der CDU-Fraktion, hier und warf der SPD nicht ganz zu Unrecht vor, sie wolle hin zu einer Zentralplanungswirtschaft. Heute steht Herr Schick von derselben Fraktion hier und fordert im Einklang mit seinem Kollegen von der vermeintlichen Freiheitspartei auch sowas wie Zentralplanungswirtschaft. Wie immer, wenn die FDP Deutschlands größtes Phrasengebläse daran beteiligt ist, dann gibt es einen coolen, hippen und natürlich englischen Namen dafür, Social Entrepreneurs, also sogenannte soziale Unternehmer. Und die Brüder im Geiste von den Grünen dürfen da natürlich mit einem eigenen Antrag nicht fehlen. Da CDU und FDP für sich ja zumindest gelegentlich noch in Anspruch nehmen, sie seien quasi marktwirtschaftliche Parteien, will ich es Ihnen noch mal erklären. Wer in Deutschland Werte schafft, wer Menschen beschäftigt, wer sein eigenes Vermögen riskiert, um unser aller Leben besser zu machen, der ist sozial im besten Sinne und er ist sozialer, meine Damen und Herren, als wir alle in diesem Haus, die auf Kosten dieser Menschen leben. Mit Ausnahme von wenigen schwarzen Schafen sind also alle Unternehmer sozial und mehren den Wohlstand unserer Gesellschaft. Das Einzige, was Sie und wir, meine Damen und Herren, in diesem Haus können, ist, diesen Wohlstand umzuverteilen. Vergessen Sie das bitte nicht mehr. Und es steht keinem Abgeordneten, keiner Regierung und auch keiner Partei, auch der meinen, nicht zu, Unternehmer in gut oder schlecht, in sozial oder unsozial oder, wie es ja in letzter Zeit in Mode ist, in systemrelevant oder nicht systemrelevant zu unterteilen. Jeder, meine Damen und Herren, der hier im Land für sich, für seine Familie, für seine Mitarbeiter sorgt, der ist für uns, für die AfD, sozial, gut, wertvoll, systemrelevant und für jeden Einzelnen davon machen wir hier Politik. Und offensichtlich, wenn man diesen Antrag liest, ist das auch dringend nötig, denn CDU und FDP vergessen zusehend, von wem sie gewählt wurden. Und der Antrag ist, wie gesagt, sinnbildlich dafür. Vordergründig wollen sie wieder mal mit einem neuen Förderprogrammchen irgendwen beglücken. In Wahrheit aber geht es doch um Abhängigkeiten. Sie schaffen sogenannte Unternehmen, die am Tropf des Staates hängen, wo sie und nicht der Markt und nicht die Kunden entscheiden, wer weiter existieren darf und wer wieder verschwindet. Solche Unternehmen, die letztlich nichts anderes sind als organisierte Transferleistungsempfänger, brauchen Sie, meine Damen und Herren, denn sie sind von Ihnen abhängig und werden und müssen sich an irgendeiner Stelle revanchieren, sei es mit Wählerstimmen oder mit Spenden. Wir haben das ja bei der Bundestagswahl auch gesehen. Die sind viel zahmer und bequemer als echte Unternehmer, als der Handwerker, der Gastronom, der Mittelständler, der Einzelhändler, der das Geld ehrlich erwirtschaften kann und muss, um Sie, meine Damen und Herren, und Ihre Förderprogramme zu bezahlen. Diesen Leuten, meine Damen und Herren, den echten Werteschaffern und keinen Bittstellern, legen Sie in den letzten Jahren einen Stein und eine Steuer nach der anderen in den Weg. Wenn Sie für echte Unternehmer und damit für echten Fortschritt etwas unternehmen wollten, würden Sie auf weniger Staat, weniger Bürokratie, weniger Steuern und letztlich auch auf weniger solche Programme setzen. Aber genau das Gegenteil machen Sie hier in einer ganz großen Koalition. Und deshalb ist es genauso lächerlich, wenn auf der linken Seite des Hauses in einem immer wuchernderen Staatswesen irgendwie immer der Turbokapitalismus als Feindbild beschworen wird, wie wenn CDU und FDP so tun, als würden sie hier irgendeine Art von Sozialismus bekämpfen. Deutschland hat inzwischen das Schlimmste aus beiden Welten auf sich vereinigt. Eine enge Verflechtung zwischen Staat, Parteien und Konzernen, Kooperatismus nennt man das. Und es ist ein System der organisierten, institutionalisierten Korruption an vielen Stellen, das Sie alle, meine Damen und Herren, von den Altparteien eben immer weiter vorantreiben. Wir, die AfD, sind offensichtlich noch die einzige Partei in diesem Haus und in diesem Land, die sich hier entgegenstellt. Wir, meine Damen und Herren, stimmen für die Freiheit und reden nicht nur davon wie andere. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag natürlich ab. Trotzdem wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr.